Okay, ihr Söhne, kleiner Disclaimer, lasst euch von diesem Video nicht allzu sehr triggern. Ich weiß, es sieht immer geil aus, wenn Leute einfach ihr Geld verpulvern und man zieht irgendwelche coolen Sachen. Aber denkt dran, überlegt wirklich zweimal, ob euch das Geld wert ist. Leute, wir machen jetzt das dritte Mal 50 Packs auf und ihr seht es oben, ich habe 11.000 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt über 108 Packs aufgemacht. Wir holen uns jetzt nochmal 50 Stück, dann machen wir also insgesamt jetzt 52 Packs auf. Leute, wenn es da nicht drin ist, dann haben wir immer noch mal 50 zur Reserve. Und ich glaube, da müssten wir wirklich in Richtung 500 schon laufen. Aber vielleicht haben wir ja einfach mal Glück. Okay, wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt mal richtig Glück haben. Ich kaufe die Dinger und dann machen wir die Scheiße auf. Okay, Leute, los geht's. 52 Packs to go. Ey, also wenn wir heute kein Glück haben, dann weiß ich auch nicht. So, wir fangen schon mal direkt mit was Epischem an. Episch ist ja eigentlich schon mal immer gut und das ist schon mal richtig scheiße. So. Erste Pack, schon mal gar kein Glück. Zweite Pack ist auch schon wieder ziemlicher Crap. Freunde, also, ich weiß ja auch nicht, bei 150, ich weiß auch nicht, wer hat sich jetzt überhaupt ausgedacht, dass man 500 Packs braucht, um dementsprechend wirklich immer diesen Heilruhm zu ziehen? Das kann doch nicht wahr sein. Und die Leute wissen ja, wenn sie einfach 500 fucking Euros investieren, dass sie es dann natürlich definitiv bekommen. Und das machen natürlich einige, wenn man greedy darauf ist, ne? Ich meine, meinerseits ebenfalls. So wäre es ja nicht. Aber wie gesagt, Freunde, ihr wisst, der Schuhe, Alkohol. Ey, wann ich mir das letzte Mal gekauft habe, dann pulver ich lieber hier ein bisschen Geld rein. Ja, das bereitet mir so ein kurzes Enjoyment. Und ganz ehrlich, das Lustige ist, ich spiele sogar aufgrund von meinem YouTube-Kanal, spiele ich eigentlich immer so viele verschiedene Champions, dass ich die meiste Zeit sowieso nicht mit, ja, welchem Champion auch immer spielen würde. Was haben wir denn hier? Next is Newcastle. Ja, komm, rauf damit. Von daher ist eigentlich sogar für mich ein Erbstück, weißt du, für Leute, die halt wirklich immer so ein One-Trick vor und die sind, die halt wirklich immer nur einen einzigen Champion spielen, ist es eigentlich richtig big. Aber gerade bei mir, aufgrund meiner YouTube-Karriere, ist es eigentlich total behämmert. Das muss man sich auch mal vorstellen. Aber gut, Freunde, wir wollen einfach mal gucken, ob wir wirklich so einen Schatten-Account haben. Wir brauchen 500 Packs brauchen oder ob wir vielleicht so ein bisschen Glück vorher haben. Nur so ein bisschen. Versteht ihr, was ich meine? Man kann ja auch mal so ein bisschen im Leben, aber... Ich sehe, hier werden die weiß-weiß-blauen gedroppt. Das kann man sich kaum vorstellen. Ist schon fast reiß. Weiß-weiß-blau. So geht es aber auch richtig schön weiter, ne? Komm, wir machen jetzt mal wirklich hier im Akkord auf. Und sind weiß-weiß-blau, ne? Ist ja klar. Wir machen jetzt hier mal richtig schön im Akkord auf und wir ballern die Dinger jetzt mal richtig durch. Na, da kennen wir auch gar nichts. Ja, gar nicht viel quatschen und gar nicht viel angucken. Wir scheißen drauf. Diese 50 Packs werden jetzt wirklich mal auf Power gelutscht. Die werden mal richtig, schön runtergeballert. Oh, der Skin sah eigentlich... War das für die Vault oder war das für die... Oder war das für die... Na, wie heißt sie? Ich komme gerade auf die Namen nicht. Auf die Car. Egal. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Zwei Lilane. Okay, das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Ach, alles so crap, ne? Alles so dermaßen nackt. Wenn wir wenigstens ein paar geile Waffenskins bekommen würden. Irgendwelche geile Waffenskins. Beim allerersten Unboxing, da habe ich eine richtig geile Alternate-Skin bekommen. Ja, der ist wirklich useful. Ne, so ein paar OP-Skins mit so ein paar geilen Iron Sights. Aber das, was man hier wirklich, also überwiegend bekommt, ist doch krank, oder? Ist doch wirklich krank. Weiß, weiß, blau. So habe ich es am liebsten. Okay, also 24 Euro oder sowas sind schon weg. Und das bleibt auf jeden Fall scheiße. Wie viele Packs haben wir noch? 31 to go. Also, wir haben jetzt schon über 20 aufgemacht. Und wir kriegen schon wieder ein paar blaue. Okay, man muss sich nur ein bisschen beschweren. Dann läuft das Ganze doch ein bisschen besser. Jetzt komm. Jetzt machen wir hier mal duted. Blau, blau, weiß. Ja, weg damit. Scheiß drauf. Wollen wir alles gar nicht sehen. Wir wollen direkt auf den Skinsplitter. Auf den Skinsplitter, sage ich. Auf den Heilruhm. Leute, der Heilruhm muss drin sein. Ha. Also für so eine Dschungelmap wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Naja gut, die weißen Akzente sind jetzt auch nicht so geil. Weiß, weiß, lila. Okay, guter Valkyrie-Skin, muss ich sagen. Aber da habe ich halt einfach gute. Genau wie Ash. Bei Ash habe ich so brutal geile Skins. Oder halt, da habe ich einen richtig guten Skin. Da ist mir ja der Rest eigentlich völlig egal. Muss ich einfach mal so sagen. Blau, blau, blau. Man kennt ihn. Na los, komm schon. Blau, lila, blau. Was haben wir denn? Lilanes Schönes gezogen. Oh, ein paar Shartys. Ich meine, wir haben 5000 oder sowas. Wie gesagt, es gibt auch keine Skins, die mich so richtig krass abholen. Ah, auch immer ein schwieriges Thema.
wie gesagt, die meisten Waffenskins, weißt du, wenn, dann will ich Waffenskins haben, die halt einfach OP sind, die ein gutes Iron Sight haben, die dir halt einfach objektiv einen Vorteil geben. Der Glückspilz, na komm, renn damit. Renn damit. Ach nee, Ehrenkodex ist ja. Glückspilz hatte ich vorher. Ehrenkodex ist besser. Oh. Oh, zwei goldene? Okay, ich war gerade, warte mal. Ja, gerade so ein bisschen erschrocken. Alter. Der Skin ist mega geil. Bro Zydon. Habe ich letztes Mal erst ein Video zu gesehen und da dachte ich mir so, Alter, der Skin ist echt cool. Yo. Okay, cool. Ausrüsten. Der Skin ist geil. Der Skin ist wirklich geil. Und Mirage. Für die Mirage rüsten wir auch auf. Ne? Warum kommt sowas mal nicht öfters? Also wirklich, ich muss wirklich sagen, jetzt bei den letzten 130 Packs, nee, oder wir haben ja sogar nochmal 20 geöffnet, also 150, 160 Packs, wirklich fast durchweg nur Scheiße. Ich hatte wieder einen Alternate-Skin, der war gut, aber sonst auch wirklich nichts Gutes gezogen. Aber Bro Zydon, Bruder, da sehe ich mich in die Lobbys reinschallern mit dem Skin. Der ist geil. Okay, ich sage nicht, dass sich das gelohnt hat, aber es ist schon mal okay, ist mal akzeptabel. Ich habe mal irgendwas rausgezogen. Ja, aus meinem letzten Unboxing. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn den Alternate-Skin gezogen? War es im ersten Unboxing oder im zweiten Unboxing? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe jetzt insgesamt, mit dem Video habe ich jetzt 4 Stück draußen. Und beim ersten Mal habe ich nur 20 Packs aufgemacht oder 22 und dann ging die 50er-Reihe los. Und seitdem, ja, es ist ja mit den Boxen ein schwieriges Thema, würde ich mal sagen. AP-Skills Valkyrie, Digga. Ah, what the fuck, Alter. Who cares about that stuff? Als wenn wir nicht alle einfach nur die Erbstücke haben wollen. Ich meine, wie gesagt, wenn es wenigstens ein paar gute Skins wären, aber nee. Okay. 14 to go, Freunde. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende. Na, noch was Goldenes hinten ran. Das ist ja schon mal was Schönes. Das haben wir. Absoluter Bullshit. Wie gesagt, ich habe meine Holosprays nicht mal gebindet. Ich weiß nicht mal, wo ich die gebindet habe. Ich habe so viele geile legendäre? Ja, legendäre Holoskins. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich hab keine Ahnung, wo ich die finde oder whatever. Sowas Goldenes. Ein cooler Waffenskin vielleicht? Ah, ein Abzeichen für Pathfinder. Oh, den kenne ich sogar. Der ist sogar, ich glaube, das war sogar ein ganz alter, oder? Den gibt es schon ewig lange, glaube ich jedenfalls. Weiß, blau, weiß. Okay, es wird wieder spannend, Freunde. Wir sind bei den letzten 10 Packs angekommen und ich bin guter Dinge, dass wir das Erbstück dabei haben. Komm schon, come on. Wir haben es da drin. Ich fühle es. Also diesmal, ich sage das ja immer wieder, aber diesmal habe ich es. Nee, ich glaube, ich fühle es heute gar nicht. Nee, ich glaube, ich muss es revidieren. Ich glaube, ich fühle es nicht. Ey, ich glaube, das ist nicht drin. Nee, das wird nichts. Weiß ich jetzt schon. Also, wir können uns auf jeden Fall alle sehr gespannt sein auf das nächste Video. Da kommen die nächsten 50 Packs oder 60 Packs. Mal gucken. Und da muss ich mal rechnen. Da habe ich 200 Packs aufgemacht. Plus meine, ich bin jetzt Level 380. Ich hatte, glaube ich, 4 Battle Pässe. Habe mir so nochmal ein paar Boxen geholt. Also, da muss ich nochmal rechnen. Dann dürfen nicht mehr viele fehlen. Und ich wette, ich bekomme das beim 500. Pack. Ist das möglich? Ich glaube, ich bekomme das wirklich beim 500. Pack. Leute, die letzten 4. Come on. Weiß, blau, blau. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Apex Legends. 3. 2. Nummer 1. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder? Oder war das das gewesen? Ziehen wir jetzt das Erbstück? Und ich habe keine Ahnung, was ich dann mit meinen Punkten mache. Oder sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und gib ihm. Leute, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ist völlig kostenlos. Twitch ist unten verlinkt. Ey, bis zum nächsten Unboxing, würde ich sagen.